Es ist alles sehr schwer geworden, müssen Sie wissen. Das Wichtigste ist das Wettbewerb. Nur der Stärkere gewinnt. Wenn ich im Unternehmen überleben will, muss ich besser sein als die anderen. Ich bin motiviert und ehrgeizig und weiß genau, wohin ich will. Wir haben ganz klare Vorstellungen, was Sie von einem Mitarbeiter erwarten. Wenn Sie dies erfüllen, brauchen Sie auch keine Angst zu haben. Bei uns ist es wie bei Bayern. Nur die Performance zählt. Bist du gut, dann behalten sie dich. Aber wenn du mal nicht so gut bist, dann bist du sehr, sehr schnell weg. Da habe ich einiges mitbekommen. Nein, nein. Wir sind ganz ehrlich mit unseren Mitarbeitern. Es ist nicht so wie bei anderen Unternehmen. Wir sagen ihnen, was wir von ihnen verlangen. Und sie sagen uns, was sie dafür haben wollen. Eine Win-Win-Situation. Was meinen Sie mit treu? Ach so, nein, ich bin professionell. Das heißt, wenn ich ein besseres Angebot bekomme, rede ich natürlich erstmal mit meinem Unternehmen. Und wenn Sie mithalten können, einigen wir uns. Und falls nicht, muss ich schauen, wie es weitergeht. Ich meine, sonst denkt ja niemand an mich. Ja, es ist schon mal vorgekommen, dass wir uns vom Leistungsträger getrennt haben. Wenn wir diese Art von Führungsstil haben, dann versuchen wir es auch konsequent einzuhalten, sonst würden wir auch die Stimmung im Unternehmen zerstören, ja. Für jeden gelten dieselben Spielregeln. Das finde ich super. Das sind alles High Potential, da muss man auch bezahlen. Freunde würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Eher Bekannte, mit denen man manchmal nicht plaudert. Sie müssen es so sehen, Freundschaft bedeutet eine gewisse Opferbereitschaft. Und das ist ja eigentlich in Arbeitsatmosphäre gar nicht möglich. Weil du ansonsten nicht einfach weiterkommen kannst. Die Mitarbeiter sind nützliche Werkzeuge für uns. Solange sie gut funktionieren, okay. Wenn nicht, müssen wir halt wechseln. Ich sehe mich als Unternehmer in eigener Sache. Ich möchte natürlich, dass mein Unternehmen gut verdient, klar. Müsste ich mich aber zwischen mir selbst und dem Unternehmen entscheiden, dann ganz klar ich. Das Unternehmen steht über allem. Leute kommen und gehen. Doch unser Unternehmen wird immer Bestand haben. Thank you.